ein Video von Wissenswert, ein Kanal, der absolut wissenswert ist. Ja, und wo man eine Menge lernen kann. Ja. Wir schauen uns heute die Einblicke in Bill Gates geheime Tech-Villa ein. Und wenn da nicht wenigstens ein SM-Keller dabei ist, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Gut, Leute, ich würde sagen, das ziehen wir uns auch noch rein. Ja, Leute, ich würde sagen, schauen wir mal ganz kurz in Bill Gates Haus rein. Ich bin gespannt, ob Wissenswert es geschafft hat, bei Bill Gates ins Haus einzubrechen. Wir bleiben drin. Eins in die Alge. Auf, Knosse, jetzt kommt Baby. Is this just like the coolest house of all time? For me, it's the coolest house of all time. 154 Millionen Dollar. Das ist der unfassbare Preis für die... 154 Millionen Dollar? Digga, Bro. 154 Millionen Dollar. Digga, also... Da machen wir einen Donation Call, Leute. Da sehe ich uns. Die Privatvilla vom zweitreichsten Mann der Welt, Bill Gates. Der... Gates. Es ist nicht Bill Gates, sondern Bill Gates. Multimilliardär mit einem Vermögen von ca. 150 Milliarden Dollar hat sich in der Nähe von Seattle vor einigen Jahren einen echten Lebenstraum erfüllt und das wohl krasseste private Wohnhaus der Welt gebaut. Wie krass sieht das bitte aus? Guck mal bitte. Digga, der hat ja so viele Treppen. Das ist ja so nervig. Imagine, du hast einen Hund. Ich denke jetzt so an mich, ja? Stell dir vor, das hier ist dein Schlafzimmer. Er geht hier auf die Terrasse, lässt den Hund kurz laufen und der rennt einfach hier runter. Bro, das ist ja überstressig, Alter. Das ist ja überstressig, Bro. Das ist ja überstressig. Da sind ja so viele Treppen. Digga, wenn der die Treppe runterfällt, der fällt erstmal 20 Jahre die Treppe runter, der arme Mann. In diesem Video wollen wir euch daher... Absolut hässlich von innen. Wer liest denn Bücher? Bro, dir gehört Microsoft. Hast du nicht E-Books oder sowas? ...zeigen, wie unfassbar heftig, aber auch wie vorbildlich Gates seine Villa designt hat. In seinem Haus gibt... Vorbildlich zeigt erstmal 20 Luxury Sports Cars und einen kompletten Bangbuster hinten. Vorbildlich. Ayo. Es gibt nämlich nicht nur gigantische Garagen, unfassbare Pools und sogar einen Trampolinraum. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, Bro. Ein Trampolinraum, da sehe ich mich, da sehe ich mich, da sehe ich mich sowas von. Sondern auch das wohl intelligenteste und modernste Smart Home System der Welt. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Nee, ich hatte eigentlich tatsächlich jetzt gerade vor, das Video genau hier zu beenden. Ach, und by the way, seit neuestem haben wir übrigens noch einen zweiten YouTube-Kanal, nämlich Alpha Loop. Dort machen wir vor allem unterhaltsame Videos mit witzigen Momenten, verrückten Situationen und zum Beispiel sowas hier. Also schaut unbedingt mal bei Alpha Loop vorbei und lasst ein Abo da. Links findet ihr unter dem Video. Direkt zu Beginn wollen wir euch nun eines der krassesten Features aus Bill Gates Megavilla vorstellen. Okay. Und zwar sein Smart Home System. Der kann die Heizung steuern mit seinem Handy. Alter, es ist ja wie in 2020. Zwar ist es irgendwo klar, dass es sich hierbei nicht nur um ein gewöhnliches Smart Home System handelt, allerdings ist es bei genauerem Hin... Der hat sogar Alexa. Der hat sogar Alexa. Smart Home. Gucken wirklich krass, zu was... Der kann auch das Licht ändern mit seinem Handy. Bill Gates Haus dank modernster Technologie in der Lage ist. So erkennt das System unter anderem jede einzelne Person anhand des Gewichts und kann ihr auf Schritt und Tritt im ganzen Haus folgen. Warum das denn? Warum das denn? Wofür ist das denn? Digga, und was ist, wenn der jetzt 10 Kilo zunimmt? Ist das dann einfach ein anderer? Da das Smart Home so weiß, wo sich die Bewohner gerade aufhalten, kann es problemlos die Temperatur und auch die Luftfeuchtigkeit ändern, geil. Ohne dass ein Mensch dabei eingreifen muss. Das ist clever. Das heißt, wenn ich quasi gerade nicht in einem Raum bin, wird der runtergekühlt. Okay, das macht ein Stück weit Sinn. Das macht ein Stück weit Sinn. Sein FBI-Agent an der Stelle sich einfach einer wichsen, weil er die ganze Zeit weiß, wo Bill Gates rumläuft. Das ist eigentlich smart. Smart in einem Home. Smart Home. Das System weiß... Marlene 19, danke für den Gifted Kuss. Vielen Dank. Der kann auflegen. Außerdem, welche Musik die Bewohner... Der kann auflegen. ...am liebsten hören. Warte mal, das muss ich mir jetzt mal ganz kurz angucken. ...dabei eingreifen muss. Das System weiß außerdem... Ja. Welche Musik die Bewohner am liebsten hören und... Nee, Digga, kann er nicht. Also, es wird mich gerade gewundert, also... Das System weiß außerdem... So sieht... Da will ich jetzt mal nicht fronten, aber Beatmatching machst du nicht an der Platte, Kollege. Wenn er da gerade am Scratchen ist, dann ist das ein bisschen zu langsam. Also da... Tut mir leid, Bill Gates, das kaufe ich dir nicht ab. Jetzt können wir mal ganz kurz... Die Bewohner... Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, ganz kurz geübtes Auge hier von mir. Ganz kurz, meine Freunde... Von mir. Hier sind vier Player. Wir sehen vier Player. 1, 2, 3 und da hinten ist noch ein Pioneer-Player. Hier der Mixer. Vier-Kanal-Mixer von Pioneer. Der Crossfader steht in der Mitte. Offen ist, wie ich das gerade richtig sehe, der Kanal auf der rechten Seite hier.
Das heißt, der Player im Regelfall, es sei denn, der ist ein bisschen dämlich und hat diesen Player auf den Kanal eingesteckt, gebindet. Das macht aber keinen Sinn. Plus, der fasst die Platte an. Also, an der Stelle, Bill Gates exposed. So, Digga, so ein Ding ist es nämlich. So macht man kein Beatmatching, Bro. Ah ja. Am liebsten hören und spielt deshalb immer die Lieblingsgenres in dem Raum ab, in dem sich Gates und seine Familie gerade befinden. Imagine, Bro, imagine, er geht so einfach kacken und er, das Haus weiß, er will zum Kacken immer Death Metal hören. Dann kommt immer so geisteskranker Death Metal, wenn er am Scheißen ist. Und dann wiegt das Haus seine Kacke ab und kann bestimmen, ob er richtig, richtig gut geschissen hat oder nicht. Aber natürlich hat das Smart Home System auch andere wichtige Funktionen. Aha. So ist es auch ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitssystems von Gates Villa. Das macht Sinn. Im Falle eines Einbruchs kann es die Einbrecher nämlich exakt lokalisieren und wenn möglich sogar Türen versperren. Und das schießt auch die Einbrecher tot. Bill Gates hat 200 Roboter in seinem Haus, die die Einbrecher sofort enthaupten mit Elektroschwertern. Außerdem ist es mit den Telefonen des Hauses verbunden. Natürlich kann man die Platte zum Beatmatchen anfassen, aber dafür hast du doch die Riffle an der Seite. Also, Digga, das machst du ja eigentlich nicht. Sodass die Telefone nur in den Räumen klingeln, in denen gerade Menschen anwesend sind. Macht Sinn. Ein weiteres krasses Feature ist außerdem die visuelle Unterhaltung, die das System zur Verfügung stellt. Da Bill Gates nämlich kein großer Fan von klassischen Gemälden an seinen Wänden ist, ging er in seinem Haus dazu über, in fast jedem Raum unzählige Computerbildschirme zu montieren. Okay. Auf diesen Bildschirmen werden dann immer, wenn er den Raum betritt, seine Lieblingskunstwerke oder Familienfotos angezeigt. Das ist eigentlich smart und ein Big Flex. Aber auch wenn Bill Gates lieber auf Bildschirme statt auf echte Gemälde schaut. Imagine, das hackt jemand, das sind die ganze Zeit so Hardcore-Pornos einfach in seinem Kinderzimmer von seinem Sohn oder so, ganz seltsam. Heißt das nicht, dass er in seinem Haus keine teuren Kunstgegenstände hat? Gates begeistert sich nämlich schon seit langer Zeit vor allem für wissenschaftliche und historische Artefakte. Zehner Bill Gates ist einer dieser Menschen, der das komplette Periodensystem exakt mit sämtlichen Elementen zu Hause hat. Larry Page hat das, glaube ich, sogar in seinem Büro. So besitzt er nicht nur eine Kunstsammlung im Wert von über 150 Millionen Dollar. Oh, Digga, das ist Van Gogh. In seiner Bibliothek befindet sich außerdem ein Gegenstand, um den ihn viele Historiker vermutlich ziemlich beneiden. Eine Bibel mit das Leonardo da Vinci, das sieht man, glaube ich, da Vinci müsste das sein. Bill Gates hat aber auch tatsächlich einfach auch eine Bibel mit Originalunterschrift von Jesus. Dabei geht es nämlich um ein Originalmanuskript von niemand Geringerem als Leonardo da Vinci, das über 500 Jahre alt ist. Diese Handschrift von Da Vinci, in der er über die Farbe des Himmels rätselte, ist seit 1994 im Besitz von Krank. Bill Gates. Das ist der Big Flex, Digga. Das ist der Big Flex, Alter, wenn man sich sowas gönnen kann. Bro, das Einzige, was ich mir kaufen könnte, Alter, wäre, keine Ahnung, Alter, ein Fußabdruck von Merkel oder sowas. Da er sie damals... Ganz weird, wieso sollte ich mir einen Gipsabdruck vom Fuß von Merkel holen? Das ist saudumm gewesen, was ich gerade gesagt habe. Für unfassbare 31 Millionen Dollar ersteigerte. Heute ist es das Herzstück von Gates gigantischer Bibliothek. Da wir gerade über die Bibliothek von Bill Gates sprechen, in der er übrigens tausende weitere Bücher aufbewahrt, wollen wir euch als nächstes die außergewöhnlichsten Zimmer seiner Villa zeigen. Neben den 7 Luxusschlafzimmern, 6 Küchen. 6 Küchen, Digga. Und den 24 Bädern gibt. Macht ja Sinn. Also, der kann ja dann quasi eigentlich jeden Monat auf 2 Toiletten gehen und muss die nicht sauber machen. Sau clever. Es gibt nämlich einige Räume, die es so in wohl keiner anderen Villa gibt. Darunter ist unter anderem ein Kinosaal, in dem sich eine eigene Popcornmaschine befindet. Also ich habe auch eine eigene Popcornmaschine und einen Fernseher. Also genau genommen habe ich auch einen Kinosaal. Extra für seine Enkel ließ Gates außerdem zusätzlich eine mehrere hundert Quadratmeter große Trampolinhalle bauen. Darauf bin ich wirklich neidisch. Also ganz ehrlich, sowas würde ich mir wirklich echt gerne bauen. So eine Indoor, so eine Trampolinhalle, das ist doch so geil, oder? Das ist doch so geil. We have a trampoline room in our house. Oh, wow. Room, sagt er. Kids like that, indoor trampoline, I recommend it. Da der Multimilliardär außerdem ein begeisterter Sportler ist, verfügt seine Villa auch über einen eigenen Tennisplatz Gut, das und haben ein ja viele. 232 Quadratmeter großes Indoor-Fitnessstudio. Mashallah, Habi. Digga, ganz ehrlich, also wahrscheinlich hat Bill Gates 27 verschiedene Cardio-Geräte da stehen. Ein eigenes Gym und eine Trampolinhalle, Bro, das würde ich mir so gerne reinziehen, Alter. Oh, Mann. Jo,
Wenn Gates sich nach dem Sport mal ein bisschen entspannen will, kann er das in einem seiner zahlreichen Pools tun. Wie viele Pools sind denn? Ihr seid wissenswert. Wie viele Pools sind's? Die Villa hat nämlich nicht nur ein eigenes Poolgebäude mit großem Außenbecken, in dem man unter Wasser Musik hören kann, sondern zum Beispiel auch eine Dachterrasse, auf der sich ein kleines Schwimmbad so... Wahrscheinlich sieht die Dachterrasse genauso aus. Wahrscheinlich ist es genau wie das Bild. Wie ein Whirlpool befinden. Da Gates als gefragter Geschäftsmann und Wohltäter regelmäßig mit großzügigen Spendenaktionen auf sich aufmerksam macht und dafür große Galen Hört mal bitte auf mit meinem SCH, mit neidig und also Leute, ich kann das nicht anders. Organisiert hat er außerdem eine riesige Eingangshalle bauen lassen, in der er 200 Gäste zum Dinner empfangen kann. Neben all diesen ungewöhnlichen Räumen verfügt die Villa aber auch über einen Teil, der zwar in den meisten Häusern normal ist, im Falle von Bill Gates jedoch komplett neue Ausmaße annimmt, nämlich seine Garage. Diese bietet nämlich nicht bloß für... Und da muss ich sagen, Bill Gates, tut mir leid, du hast keinen Geschmack. Du hast keine S-Bahn an deine Wand gesprüht und du hast den Boden, du hast keine Neonlichter drin. Also Bill Gates, tut mir leid, hat keinen Geschmack. Wer keine S-Bahn an seine Wand gesprüht hat, ist Lost. Für 2 bis 3 Wagen Platz. Ich kann nicht mal Lost richtig aussprechen. Der Microsoft-Gründer kann hier bis zu 23 Luxusautos unterbringen, ohne dass es zu eng wird. Das reicht ja. Da er vor allem auf Oldtimer und exotische Wagen steht, findet man hier vor allem ältere Autos und relativ viele Porsches. Geil. Daneben hat Gates aber auch normalere Wagen wie einen Ford Focus abgestellt. Da wir nun vor allem auf das Innere von Bill Gates Megavilla eingegangen sind, wollen wir uns als nächstes mal... Check das mal aus, das ist schon eine geile Architektur. Architektur. ...den Außenbereich angucken. Denn auch hier wird deutlich, dass Bill Gates deutlich anders lebt als andere Superreiche. Ist das hier ein Gästehaus? Gehört das noch dazu? Das Haus liegt direkt an einer Meeresbucht, weswegen es unter anderem einen eigenen Schiffsanliegeplatz hat. Klar. Von dort aus kommt man direkt in den gigantischen Garten, der zum großen Teil wie ein kleiner Wald designt ist. Digga. Hier fließt nicht nur ein kleiner Bach, Bruder, wie es schön. Wurden auch verschiedenste Bäume gepflanzt. Man muss sich mal vorstellen, Alter, der hat auch einen eigenen Jäger für seinen Garten, weil so viele verschiedene Wildschweine da rumlaufen. Der gesamte Garten ist übrigens ebenfalls mit dem Smart-Home-System verbunden, das... Und er schießt automatisch Wildschweine. ...hier dafür sorgt, dass alle Pflanzen und Bäume immer genau richtig bewässert werden. Krank. Neben dem verschlungenen Garten gibt es aber wie gesagt auch noch einen kleinen Strand, für den Bill Gates... Genau so sieht der Strand aus. Also ich finde es immer gut, dass die bei Wissenswert echt immer die passenden Bilder rauszusuchen. Extra Sand aus der Karibik importieren ließ, um stets für ein richtiges Urlaubsfeeling zu sorgen. Grundsätzlich ist Gates aber vor allem die Nachhaltigkeit und Effizienz seines Gebäudes wichtig. Deshalb hat er auch so klein gebaut, ne? So hat er es beispielsweise auch extra an vielen Stellen in die Erde einbauen lassen, um so die natürliche Thermoregulation des Bodens zu nutzen, um zum Beispiel Heizmittel zu sparen. Ja, das macht Dies ist Sinn. Aber nicht die einzige Besonderheit, wenn es um den Bau und die Planung der Villa geht. Was ist das denn hier vorne? Ist das ein Teleskop? Ist das ein Teleskop, oder? Das könnte sein, ne? Das wäre natürlich sick. Bevor wir euch zum Schluss dieses Videos nämlich noch zeigen werden, warum Bill Gates dennoch seine Zeit bald am liebsten woanders verbringen wird, wollen wir noch kurz auf die Entstehung von Xanadu 2.0, wie Gates seine Villa nennt, eingehen. Bill Gates hatte nämlich schon 1988 den Plan, an dieser Stelle ein Haus zu bauen. Damals kaufte er für 2 Millionen Dollar das über 6000 Quadratmeter große Grundstück und begann direkt mit der Planung. Da Gates zu dieser Zeit allerdings noch rund um die Uhr bei Microsoft arbeitete und trotzdem an jedem Schritt der Planung für sein Haus beteiligt sein wollte, dauerte die Planung ganze 7 Jahre. Tell me about your house. Are you in your new house yet? No, I'm still building that. I'm hoping to move in by the end of 96. Nachdem Bill Gates also all seine Wünsche für seine Villa festgehalten hatte, hat er sich gedacht, ich baue es einfach nochmal neu. Konnte Mitte der 90er Jahre endlich mit dem Bau begonnen werden. Hier wurden dann über 200 Bauarbeiter und über 100 Elektriker beschäftigt, um die Megavilla fertigzustellen. Wie krank. Seitdem lebt Bill Gates also in einer Villa, von der die meisten Menschen nur träumen können und hat sich dort so gut wie alles eingerichtet, was man zum Leben jemals brauchen könnte. Dennoch... Glaubt ihr, der hat einen Sexraum? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, der hat einen Sexraum. Gibt es einen Ort, an dem der Multimilliardär demnächst wohl noch lieber seine Zeit verbringen wird? Mit Elon Musk auf dem Mars. Ach ne, er hat eine Yacht gekauft. Nämlich seine 650 Millionen Dollar teure Yacht Sino Aqua, die bald zu Wasser gelassen wird. Ja, Yachten sind sehr umweltfreundlich. Dabei handelt es sich natürlich nicht um eine gewöhnliche Yacht, sondern um ein 112 Meter langes und komplett mit Wasserstoff betriebenes Superboot. Junge, what the fuck? Bill Gates ist es nämlich nicht nur wichtig, Was, der hat keinen Sex, der hat mehr gefickt, als wir alle gepisst haben. Luxuriös.
Auch weird, was ich gerade wieder gesagt habe, oder? ...zu wohnen, sondern vor allem möglichst klimaneutral. Aus diesem Grund versucht er sowohl in seiner Villa als auch auf seiner Yacht auf CO2-Emissionen zu verzichten. Neben ihrem revolutionären und umweltfreundlichen Antriebssystem verfügt seine Superyacht aber... Wie geil ist das denn? ...natürlich auch über einen unglaublichen Luxus. Boah, ich würde so gern Bill Gates mal treffen und einfach mal... auf der Yacht für ein Jahr wohnen. Das ist doch jetzt nicht zu viel verlangt, oder? Es gibt gigantische Pools, Speisesäle, luxuriöse Schlafzimmer, ein Trampolinraum, ein Fitnessstudio und sogar einen großen Indoor-Spa-Bereich. Die Yacht ist so groß und modern, dass jedes Jahr allein 5 Millionen Dollar Kosten für das Personal anfallen soll. Die ist so groß und modern, die kostet einfach 5 Millionen pro Jahr. Und das war's auch schon mit unserem Video über die unglaubliche Villa von Bill Gates. Checkt wie schon gesagt unbedingt mal Alpha Loop aus und ansonsten like natürlich dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert Wissenswert für mehr, abonniert auch Alpha. Checkt da auf jeden Fall gerne mal aus. Der Kanal ist natürlich verlinkt.